So, jetzt übergebe ich Ihnen das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Höhn, für die nette Einleitung. Ja, ist jetzt mein dritter Online-Vortrag hier bei Ihnen. De facto habe ich den Vortrag ja schon mal gehalten. In Schloss Ettersburg war das, glaube ich, auf Ihrem Thüringer Treffen. Ich glaube, vor 2, 3 Jahren war das. Und da habe ich einen Mammutvortrag gemacht, nämlich Thüringen und Sachsen-Anhalt. Und wir haben uns entschlossen, damit es nicht stressig wird und wir maximal die Stunde einhalten, den Vortrag wieder zu teilen. Genau wie ich ja schon den Erzgebirgsvortrag auch geteilt habe. Das ist dann alles ein bisschen entspannter. Und ja, Sachsen-Anhalt, mir ist schon klar, dass das jetzt eigentlich ein Bundesland ist, mit teilweise auch künstlichen Grenzen. Ich habe das halt nur, deswegen habe ich das auch genannt, aus dem Gebiet von Sachsen-Anhalt. Und das wird also sich größtenteils um Mansfeld drehen, mit noch ein paar anderen historischen Prägungen. Die ganzen modernen Medaillen habe ich natürlich nicht aufnehmen können, aus ja, Platz- und Zeitgründen. Aber so ein paar historische Prägungen, wobei der Ostharz, der ja auch zu Sachsen-Anhalt gehört, der ist auch ausgelassen. Das wäre dann nochmal Stoff für einen eigenen Vortrag. Also praktisch Bernburg, Anhalt, diese ganzen Gepräge. Ich beginne mal wieder mit der Einführung. Was ist ein Bergbaugepräge? Ich weiß nicht, können Sie jetzt oben die Leiste bei mir auch noch sehen? Ah, jetzt ist er weg. Also Bergbaugepräge, das habe ich bei den anderen Vorträgen auch schon gezeigt. Das sind eben, aber ich mache es ganz kurz, Münzen oder Medaillen, die die Herkunft des Metalles erwähnen. Das kann Silber oder Gold sein in der Regel. Oder die berg- und hüttenmännische Motive zeigen. Ich muss sagen, und oder. Oder die eben Personen mit Bezug auf den Bergbau zeigen. Ferner gehören im weiteren Sinne dazu Flussgoldprägungen, obwohl Flussgoldwaschen ja keine Bergbautätigkeit ist. Es gehören auch Salzbergbau und Salinen dazu, dazu auch ein Beispiel. Und Tunnelbau, weil ja im Tunnelbau auch bergmännische Arbeitsschritte angewendet werden. Es wird oft der Begriff Ausbeutetaler verwendet. Ich hatte ja auch in meinem vorletzten Vortrag die sächsischen Ausbeutetaler gezeigt. Ausbeute ist aber ja eher ein betriebswirtschaftlicher Begriff, nämlich wenn man ein Bergwerk auffährt, also mit dem Bergbau beginnt, muss man ja zunächst mal Geld investieren. Man kommt in den Minusbereich, ja, das nennt man Zubuße. Und wenn man dann den sogenannten Break-Even-Point erreicht hat, und das Bergwerk Gewinn abwirft, dann spricht man von Ausbeute. Und diese Ausbeute wurde dann eben auch oft in Form von Bergbau, von Ausbeutetalern eben dann ausgezahlt. Insofern kann man sagen, in erster Näherung, dass alle Ausbeutetaler auch Bergbaugepräge sind, aber nicht alle Bergbaugepräge Ausbeutetaler sind. Das soll mit den Farben hier angedeutet werden, mit dem Grün und dem Gelb. So, jetzt zum eigentlichen Gebiet. Das ist mal eine Karte von dem Bundesland Sachsen-Anhalt. Und das kennen Sie sicher ja alle bestens. Magdeburg, die Hauptstadt hier an der Elbe. Hier haben wir die Saale, die von Naumburg-Halle hier hochkommt und dann hier in die Elbe fließt. Und ja, ich habe mal diese gelben Markierungen hier gemacht von den Orten, die ich eben bespreche heute. Das ist einmal Rothenburg an der Saale. Das Gebiet gehört auch zu dem Kupferschieferbergbau. Dann Alvensleben, da gibt es ein Bergbaugepräge auch zum Kupferbergbau. Das liegt dann schon ein bisschen weiter nördlich. Dann gibt es ein Gepräge von Kötschau. Das ist eine Saline oder Salzbergbau ist darauf dargestellt. Da werde ich dann noch was zu sagen. Das ist direkt in der Nähe von Merseburg. Und schließlich der große Komplex des Mansfelder Reviers, Hettstedt, Eisleben, Sangerhausen. Das sind so die Orte. Das Ganze liegt sozusagen östlich vom Harz direkt. Gut, fangen wir an mit Alvensleben. Nein, ich zeige noch ein paar Karten zunächst. Das sind historische Karten von 1645. Ist schwierig, da was drauf zu erkennen. Ich zeige es kurz. Das gelb markierte ist das Erzbistum Magdeburg. Hier schließt sich an Halberstadt und hier unten haben wir dann die Grafschaft Mansfeld in dem unteren Bereich.
Wenn man das noch mal ein bisschen rausvergrößert, kann man das noch ein bisschen besser sehen. Also das ist wie gesagt hier das Erzbistum Magdeburg, Halberstadt und hier unten ist Mansfeld. Das sind so historische Karten, die auch die historischen Grenzen zeigen. Und hier noch eine Karte von Mansfeld, auch aus dem Jahr 1645, also Ende 30-jährigen Krieg. Hier immer charakteristisch der Süße See und der Salzsee von Mansfeld. Und hier sieht man dann den Harz, die Berge vom Harz. Und hier nochmal eine spätere Karte von der Grafschaft Mansfeld von 1750, das Gebiet. Auch hier wieder die Seen sichtbar. Und naja, die Lage der Orte hatte ich schon gezeigt. So, das erste Stück, was ich zeigen möchte, ist der sogenannte Rothenburger Ausbeutetaler von 1701. 1701 war ja das Jahr, in dem sich Friedrich von Preußen zum König, also Friedrich zum König von Preußen gekrönt hat, hat sich ja selber sozusagen die Krone aufgesetzt. Ab da war Preußen dann Königreich, das war dann eben Friedrich der Erste. Er hatte vorher schon als Markgraf regiert, ne, Markgraf, weiß ich gar nicht, was der vorher war. Auf jeden Fall war er 1701 dann eben König. So, der Rothenburger Ausbeutetaler, der zeigt hier in der Umschrift Primitiae Metalli Fodinarum in Ducatum Magdeburgensis. Also die erste Ausbeute der Erzgruben im ja, Herzogtum Magdeburg. Und dann der Wahlspruch Suum cuique, jedem das Seine, hier der preußische Adler, nochmal mit der Krone hier auf der Brust. Und also hier ist einmal die Rede von Ausbeute und es sind auch drei Göpelwerke gezeigt. Da sage ich gleich noch was zu. Der Münzmeister, das Stück ist in Berlin geprägt natürlich, und der Münzmeister war Christoph Stricker. Es gibt das gleiche Stück noch mit vier Göpelwerke. Und hier sehen Sie auch jeweils eine Fahne auf dem Göpelwerk, auf diesem kegelförmigen Gebäude. Und die Fahne bedeutet immer, dass das tatsächlich eine Ausbeute, also in der Gewinnzone war. So, ganz kurz noch zu den, diese Taler sind nebenbei recht selten und ja, erzielen immer in guter Erhaltung auch stolze Preise auf den Auktionen. Ich habe mal hier, um Ihnen mal die Funktionsweise eines Göpels zu zeigen, mal ein Bild rausgesucht. Das stammt von Banská Štiavnica oder Chemnitz, das ist heute in der Slowakei, gehörte damals zu Ungarn. Gibt es ja auch eine alte Bergakademie. Und das Bild ist von 1726 und da sieht man eben diese Göpelwerke. Das sind nämlich nichts anderes als irgendwelche ja, Fördereinrichtungen, wo zum Beispiel ein Pferd hier im Kreis oder zwei Pferde im Kreis laufen. Und dann sozusagen ein Zahnrad bedienen und dann hier die Förderung aus den Schächten erfolgt. Ja, das heißt also, unter so einem Göpelwerk ist dann immer ein Schacht und da kann man dann zum Beispiel die Erze fördern. Das ist die Funktion von diesen Göpelwerken. Wir kommen zu dem nächsten Thema. Jetzt muss ich gerade noch mein Handy stumm schalten. Entschuldigung. So. Wir kommen zu der nächsten Prägung, Alvensleben. Das war der Ort, der ganz im Norden lag. Da gibt es eine schöne Medaille, die ich Ihnen nicht vorenthalten wollte. Alvensleben war eine Bischofsburg und gehörte dem Bistum Halberstadt. Die Lage habe ich ja auf der Karte gezeigt. Und fiel im 14. Jahrhundert dann an das Erzbistum Magdeburg. Diese Burganlage bestand aus drei Burgen. Hier ist eben diese alte Bischofsburg, der ist noch durch den Turm hier sichtbar und das ist ein späteres Gebäude. Die Markgrafen von Brandenburg, die waren damals Lehnsherren von den Erzbischöfen von Magdeburg und somit bewohnten die Brandenburger dann diese Burg. Und 1439 fiel sie an die Herren von Veltheim, hieß dann Veltheimsburg. Das zu dem vielleicht Hintergrund, wer da die Herren waren in diesem Bereich in Alvensleben. Und diese Medaille hier, es ist eine Medaille, eine Kupfermedaille oder Bronzemedaille, zeigt eben Friedrich Wilhelm II. Von Preußen hier, Fridericus Wilhelmus Borossorum Rex. Und auf der Rückseite sieht man eben hier den Merkur, das ist ja der Gott des Handels, der Kaufleute. Hier sieht man die Venus
Die hat dieses Planetenzeichen für Kupfer und für die Venus eben auf dem Haupt. Und rechts ist die sitzende Luna. Dann steht hier Alvensleben 1794 und der Spruch Tandem bona causa triumphat, den kennen wir ja auch von dem Taler auf die Einnahme von Gotha im Rahmen der Glaubenskriege praktisch. Ja, und Hinweis auf den Kupferbergbau ist eben hier die Venus mit diesem Kupferplanetenzeichen. Also eine Medaille auf die Kupfergruben von Alvensleben 1794. Jetzt kommen wir zu dem dritten Stück. Das ist praktisch die Medaille auf die Salinen zu Teuditz und Kötschau. Das liegt dann schon wieder weiter im Osten in der Nähe von Halle. Und dazu vielleicht ein paar Daten. Die Saline von Kötschau, die wurde bereits 1347, ist die zum ersten Mal errichtet worden, ist dann im 16. Jahrhundert, wurde dann zerstört, im 16. Jahrhundert wieder neu aufgebaut und betrieben, im 30-jährigen Krieg wieder zerstört. Und im 18. Jahrhundert, also von 1696 bis 1796, da war ein reger Betrieb und war das die größte Saline praktisch im damaligen Sachsen gewesen. Das zählte ja schon praktisch zu dem Kursachsen sozusagen. Ja, und da gab es dann eine Medaille, und zwar in dem Jahr 1811 auf diese Salinen. Da sieht man hier diese Salzkristalle, diese großen Würfel. Salz ist ja immer würfelförmige Kristallstruktur, das Steinsalz. Und das Gefäß auf dem Salz, das ist eben der Korb, in dem das Salz dann getrocknet wurde, nachdem es zunächst über ein Gradierwerk gelaufen ist, angereichert wurde und dann noch das Wasser endgültig in einer Siedepfanne verdampft wurde. Und dann wurde das noch zum endgültigen Trocknen in diese Körbe gefüllt. Und ja, hier steht also die Gesellschaft, die Salinengesellschaft zu Teuditz und Kötschau. Hier sieht man den August, den Zweiten und Friedrich August, den Ersten. Also praktisch die Herren, die dann eben zu dieser Zeit sächsische ja, Könige dann schon waren. Ja, 1815 nach dem Wiener Kongress fiel das Ganze dann an Preußen und wurde 1861 geschlossen. Deswegen findet man heute nichts mehr darüber. Deswegen habe ich zum Vergleich mal von Bad Dürrenberg, was auch ganz in der Nähe ist, zwei Bilder noch zeige ich Ihnen. Das ist einmal links der Bohrturm hier, wo praktisch nach der Sohle, also dem salzhaltigen Wasser, gebohrt wird. Das wird dann gefördert. Und hier, das ist so ein Gradierwerk, so ein typisches, wo dann praktisch das Salzwasser hier oben drüber läuft. Und dann über dieses Reisigsiel rieselt, dann hat man eine große Oberfläche und das Wasser verdunstet dann und dadurch wird das Ganze angereichert. Man spart damit praktisch die Energie und muss nicht das ganze Holz verbrennen, um das Wasser dann komplett zu verdampfen. Das macht man nur ganz am Schluss. Jetzt komme ich zu dem Kupferschiefer, wobei das erste Stück, das Rothenburger Stück, ja auch schon Kupferschiefer war, aus dem Kupferschiefergebiet. Möchte noch mal ganz kurz zeigen, wie ja, diese Kupferschieferlagerstätten entstanden sind. Dazu schauen wir uns die Erde vor 255 Millionen Jahren an. Damals hingen die Kontinente Südamerika, Afrika, Indien, Australien und hier Europa, diese ganzen Mikrokontinente, die da das gebildet haben, hingen alle noch zusammen als der Kontinent Pangäa. Und das Ganze war noch ziemlich in Äquatornähe auch Europa. Und also hier ist mal gut, da sieht man, also ich zeige mal das nächste Bild. Jetzt gucken wir mal auf die Karte, wie sie heute aussieht. Und dann sehen wir eben die Lage des Zechsteinmeeres. Das heißt also, das war alles vom Meer überflutet. Dieses Gebiet hier geht also hier ziemlich tief nach Deutschland rein von Norden und nach Osten bis Polen, Litauen, Dänemark und das ganze Nordseegebiet. Und zwar ist das in der Zeit des Perm gewesen, also in dem erdgeschichtlich Perm. Und an den Randgebieten von dem, da hat sich eben diese Kupferschieferschicht abgelagert. Und Kupfer enthielt dann meistens auch gewisse Mengen Spuren von Silber. Und das wurde da eben gefördert. Wir haben hier
mal so ein paar bekannte Bergbauorte, Korbach, das ist in Hessen, also Waldeck, Hessen, Talitter, da gibt es ja einen Bergbautaler von Hessen-Darmstadt, das gehörte zu Hessen-Darmstadt. Allerdings ist der aus Fremdsilber geprägt, denn der Kupferschiefer in Talitter hat kein Silber, überhaupt kein Silber enthalten. Dann noch Frankenberg hier, der Kellerwald. Berühmt ist die Lagerstätte in Bieber im Spessart. Da hat ja Hessen-Kassel von 1754 bis 1802, speziell in den letzten beiden Jahrzehnten, dann fast die ganzen Konventionstaler nur aus Biberer Silber geprägt. Also auch Silber, was aus Kupferschiefer kommt. Dann geht es hier weiter hoch. Hier kommt dann eben das Mansfelder Gebiet, Sangerhausen, Richelsdorf, Schweiner, das ist auch, müsste auch noch Sachsen sein. Und dann geht es noch hier nach Polen rüber, Lubin und so weiter. Das sind auch alles Kupferschieferlagerstätten. Ja, jetzt mal, das Bild ist leider sehr schlecht und unscharf. Das habe ich, ich finde es aber ganz gut von der Darstellung her. Ich habe aber kein besseres gefunden im Internet. Also hier haben wir wieder den Unterharz oder Ostharz und an den Randgebieten haben wir eben hier diese Kupferschieferlagerstätten Sangerhausen, hier ist Eisleben, hier oben ist Hettstedt. Also in diesem Bereich stößt man dann eben auf diesen Kupferschiefer und baut den ab. Hier ist noch der Kyffhäuser auch angedeutet. Wenn wir mal weitergehen, sehen wir hier auch einen Querschnitt, der geht jetzt so vom Harz bis hier rüber und da sieht man eben diesen Zechstein, das ist eine Formation des Perm und in diesem Zechstein ist genau eben diese Ablagerung von dem Kupferschiefer. Und hier oben ist noch die große Karte, da sieht man auch den Harz, den Kyffhäuser und hier dieses Mansfelder Revier. Diese Kupferschieferflöz ist nicht sehr stark, nicht sehr mächtig oder dick oder hoch, wie man auch immer will. Das heißt, die Bergleute mussten da im Liegen arbeiten. Die wollten ja nicht unbedingt mehr raus abtragen, als nötig war. Und da gibt es diese beiden ersten Bergknappen, die 1199 aus dem Harz kamen. Der Nappian und der Neuke, das sind so zwei Symbolfiguren. Ob die wirklich existiert haben, weiß man nicht. Nappian und Neuke, und die werden eben auch genau liegend dargestellt, weil sie in dieser Form praktisch den Kupferschiefer da abgebaut haben. Und interessant ist, also sie kamen ursprünglich, wie gesagt, aus dem Harz, da gab es ja schon länger den Bergbau, seit 968 im Rammelsberg zum Beispiel. Aber beeindruckend ist wirklich die Menge, die da an Kupfer und Silber rausgeholt wurde, nämlich in dem Mansfeld-Sangerhäuser Revier 2,6 Millionen Tonnen Reinkupfer und 14.200 Tonnen Reinsilber. Und allein in der DDR-Zeit, also in den 40 Jahren, wurde 850.000 Tonnen Kupfer und 4.300 Tonnen Silber befördert in dem Mansfelder Revier. Da waren in Spitzenzeiten 12.000 bis 16.000 Bergleute tätig. Wenn man das mal mit dem Harz vergleicht, das ist ganz interessant. Ja, der ja bekannt ist für den Silberbergbau oder für reichhaltigen Silberbergbau. Im gesamten Oberharzer Revier wurden etwa 1,8 Millionen Tonnen Blei und 4.700 Tonnen Silber gefördert im Oberharzer Revier, also im Westharz. Vergleichen Sie das jetzt mal bitte mit den 4.300 Tonnen Silber allein in der DDR-Zeit, die aus Mansfeld rausgeholt wurden. Dem Rammelsberg konnte man eben 154.000 Tonnen Kupfer und 1.870 Tonnen Silber entnehmen. In St. Andreasberg kamen 350 Tonnen Silber raus. Sie kennen diese vielen Andreasberger Taler mit dem St. Andreas. Und im Unterharzer Revier, das war dann der Ostharz, waren es gerade mal 50.000 Tonnen Blei und 100 Tonnen Silber. Also schon eine bekanntliche Menge, die sich vor dem Harz nicht verstecken muss. Im Gegenteil, sogar, dass die Förderung im Harz deutlich überstiegen hat. Hier nochmal ein Bild, wo man auch sieht, dass die Bergleute da eben keinesfalls aufrecht irgendwo stehen oder gehen konnten, sondern man sieht die Enge da in diesem Bergwerk. Eine Briefmarke von der DDR 1950 zur 750-Jahr-Feier des Mansfelder Bergbaus. Wie gesagt, 1200 ist hier der Startzeitpunkt. Und hier mal so ein anpoliertes Stück, angeschliffenes Stück von dem Kupferschiefer, wo man dann hier auch ein metallisches Band drin laufen sieht. So,
Jetzt zu den Prägungen aus dem Mansfelder Bereich. Hier noch ein Merian-Bild von der Stadt Mansfeld. Auch ganz, sieht ganz nett aus. Sieht, dass das eine wohlhabende Stadt gewesen sein muss. Und das Wappen von Mansfeld hier mit den Rauten und dann eben diesen waagrechten Balken hier. Hier unten ist es auch nochmal angedeutet. Wobei dann hier auch der schon wohl der preußische Adler mit abgebildet ist. Der erste Mansfelder Taler, der überhaupt geprägt wurde, war eben 1500, also Taler, Großsilbermünze, 1521, also sehr früh. Sie erinnern sich, die erste Großsilbermünze war ja in Hall in Tirol geprägt, 1484. Die hießen aber damals noch Guldiner und der Name Taler kommt ja aus Joachimsthal. Und das war auch so ab 1515, 16 rum wurden da die ersten Taler geprägt. Also Mansfeld dann auch in der Frühzeit. Man sieht hier den heiligen Georg, das ist immer das Wappentier der Mansfelder, also Sanctus Georgius, der den Drachen hier tötet. Und hier das schon erwähnte Mansfelder Wappen. Und hier Moneta Argentia, also silberne Münze der Grafen von Mansfeld. Das ist aber keine Ausbeutemünze, wohlgemerkt, denn sie zeigt ja nicht, dass es eine Ausbeute von Mansfeld ist, obwohl es sicherlich auch, jedes Metall kommt ja irgendwo aus dem Bergbau und so ist das sicher auch aus Mansfelder Silber geprägt. Da steht halt nicht drauf. Jetzt sind wir ein bisschen später, nämlich in der Zeit der Napoleonischen Kriege. Und da gab es ja dieses Königreich Westphalen, das regiert wurde vom Hieronymus Napoleon oder Jerome. Das war ja der Bruder von dem Napoleon Bonaparte. Und der hat von 1807 bis 1813 das Königreich Westphalen regiert, wozu eben das Braunschweig gehörte, aber auch Hessen-Kassel. Das heißt, Hessen-Kassel war Bestandteil dieses Königreichs Westphalen. Der hat sogar auch in Kassel residiert, dieser Jerome. War dort bekannt als der Bruder Lustig oder König Lustig, aufgrund seiner Lebensweise. Da gibt es eben Mansfelder Ausbeutekonventionstaler. Also eine Zehntel Mark Feinsilber war ja die Konvention zu der Zeit. Zehn eine feine Mark steht hier. Und Segen des Mansfelder Bergbaus. Das sind also in drei Varianten, es gibt drei Porträtvarianten hier, eben diese Taler. Und Münzzeichen C ist hier nicht Kassel, sondern Clausthal natürlich, Bergbaugebiet. Das Silber war 833er Silber und die üblichen Maße hier für die Konventionstaler. Und hier Hieronymus Napoleon in der Umschrift. Es gibt noch einen Zwitterprobetaler, das zeigt den normalen Konventionstaler von 1810, nämlich hier mit dem Wappen, Hieronymus Napoleon. Und das Ganze ist auch ein Kupferabschlag natürlich. Und hier steht dann König von Westphalen, 10, eine feine Mark, Segen des Mansfelder Bergbaues. Das gibt es aber nur als Probestück, also als Zwittertaler praktisch. Also nicht Porträtseite, sondern die Wappenseite. Jetzt folgt eine Vielzahl von Mansfelder Ausbeutetalern von Preußen, denn das war ja dann, wurde ja preußisch alles nach dem Wiener Kongress. Und es beginnt eben 1826 und das waren wirklich dann die Taler, die eben auch dann zu der Ausbeutezahlung verwendet wurden, also zu der Gewinnauszahlung. 1826 bis 28 mit dem jüngeren Porträt von Friedrich Wilhelm III. Dann 1829 bis 40 mit dem etwas älteren. Die Taler, das waren dann diese Vereinstaler, eine Vierzehntel Mark Feinsilber. Die alten Konventionstaler hatten ja noch eine Zehntel Mark Feinsilber. Die Mark waren ungefähr 234 Gramm. Also Vierzehntel Mark Feinsilber, Segen des Mansfelder Bergbaus. Da muss ich sagen, da sind die sächsischen Bergbautaler etwas besser gelungen. Diese Taler hier mit der Schrift, nur mit der Aufschrift, sind ein bisschen lieblos gemacht, meiner Meinung nach. Aber gut, es sind halt Ausbeutestücke. 750er Silber geprägt in Berlin und hier stehen Durchmesser und Gewicht. Und es sind jedes Jahr wurden 50.000 Exemplare geprägt von diesen Talern aus Mansfelder Silber. Also, das sind die von Friedrich Wilhelm III. Dann kommt Friedrich Wilhelm IV. 1840. Da gibt es, glaube ich, vier Varianten insgesamt. Der erste Jahrgang 1841,
Und der zweite dann 42 bis 52. Das waren praktisch ja, 11 Jahrgänge insgesamt dann oder 12, die noch auf der Basis von den 14. Mark Feinsilber sind. 18, also ich habe hier nur die Typen abgebildet. Man sieht, das Porträt wird hier schon etwas also älter, sieht er dann auf dem Bild aus. Und dann kommt, ach so, ja, dann kommt nochmal das noch ältere Porträt mit der Stirnplatte hier. 1853 bis 56 nochmal. Auch das noch mit einer 14. Mark Feinsilber. Und dann wurde ja 1857 dieser Vereinstaler auf Basis von dem Zollpfund, ein Pfund zu 500 Gramm, eingeführt. Und dann war das praktisch ein Taler, ein Dreißigstel Pfund Feinsilber. Also 500 Gramm durch 30. Dann kommt man hier auf bei 900er Silber auf 18,5 Gramm. Hier hat man. Der Feingehalt ist allerdings hier höher, das sind 900 und bei den alten Vereinstalern war es eben noch 750er Silber. Deswegen, das erklärt hier diese Gewichtsabnahme. Der Feingehalt sollte in etwa gleich sein. Am Schluss hat man die Auflage nochmal ziemlich erhöht, von in den letzten 3 Jahren hier 95.000 bis fast 300.000. Alles in Berlin geprägt. Und dann gibt es noch 2 Jahrgänge unter Wilhelm I., der dann ja auch deutscher König und Kaiser wurde, Kaiser Wilhelm I., noch 2 Jahrgänge, eben 61 und 62, mit 70 und 145.000 Exemplaren, auch wieder natürlich auf der Basis von einem 30 Pfund Feinsilber. Und dann 1862 hörte es dann auf mit diesen Vereinstalern. Jetzt kommen noch eine Reihe von Medaillen, die ganz interessant und ansehnlich sind. Die Mansfelder Gewerkschaften, die haben dem Friedrich Wilhelm IV. Im Jahr 1846 eine Huldigungsmedaille geprägt. Glück auf dem Schutzherrn, also er war der Schutzherr dieser Bergwerksanlagen. Und dann steht die Mansfelder Gewerkschaften am 1. Juni 1846. Und in Silber ist das Stück recht selten, ist aus der Preussack-Sammlung. Und ja, Berlin ist nicht ganz sicher, ob es in Berlin geprägt wurde und ist etwas schwerer als ein Taler. Christian Pfeufer war der Stempelschneider hier. Das nächste Stück, die nächsten beiden Stücke sind sehr interessant. Da geht es um die Weltausstellung in Paris. Heute würde man sagen Expo. Die war ja 1867 in Paris. Und da war es dann so, dass praktisch ja, die Aussteller auf dieser Weltausstellung, die wurden ja prämiert mit, die bekamen dann bestimmte Medaillen. Und hier ist zum Beispiel, also hier steht Exposition Universelle de 1867 à Paris. Und hier steht Société pour l'exploitation des Schist oder Schist de Mansfeld. Also praktisch die Gesellschaft des Mansfelder, die Kupferschieferbergbauende Gesellschaft von Mansfeld. Die wurden also prämiert mit dieser Medaille und das ist natürlich ein Unikat. Die gibt es nur einmal und die liegt in Halle in der Moritzburg und der Ulf Träger hat mir also erlaubt, das Stück zu fotografieren. Ich habe leider vergessen, mir die Maße da geben zu lassen, aber das Stück ist bestimmt so, ich schätze mal 5 cm, also 50 mm hat das mindestens und das müsste ich noch nachtragen, Durchmesser und Gewicht. Das also von der Moritzburg und es gibt ein zweites Stück von der Columbian Exposition in Chicago 1893, wo ja auch gleichzeitig schon im Vorfeld die Entdeckung Amerikas durch Kolumbus gefeiert wurde. Das war dann diese World Columbian Exposition. Und da steht eben hier in Verbindung mit der Landung von Kolumbus. Und hier unten steht dann auch wieder Mansfelder Kupferschiefer bauende Gewerkschaft. Hier unten in diesem Spruch, in dieser Tafel. Weiß nicht, ob Sie es so sehen können, gut auf dem Bild, aber man kann es deutlich lesen an sich, wenn man direkt davor sitzt. Und die Landung von Kolumbus da eben dargestellt. Auch gleiches Stück, auch von der Moritzburg in Halle. Und Größe ist auch sicherlich 5, 6 cm. Ja, das sind interessante Stücke. Dann gibt es zur 700-Jahr-Feier. 1900 war ja 1200, 1900, 700-Jahr-Feier hier. Mansfelder Bergbau auf Kupferschiefer. Mit dem Kaiser Wilhelm II. Inzwischen schon.
und hier zwei Bergleute an einer Lore oder einem Hund. Das Stück gibt es in 33 mm in Bronze und es gibt es auch in 70 mm, noch ein großes Stück, auch Bronze. Das Große ist natürlich seltener. Der Stempelschneider war hier Lehnert. So, kommen wir zum nächsten Stück. 1915 wurde Mansfeld mit Preußen, die Grafschaft Mansfeld auch mit Preußen vereinigt. Und dazu gab es eine 3-Mark, das ist schon eine Reichsmünze, eine 3-Mark-Münze von Wilhelm unter Wilhelm II. Geprägt. Hier der preußische, der Hohen, Adler mit dem Hohenzollernschild hier. Deutsches Reich, 3 Mark 1915. Bei Gott ist Rat und Tat, Segen des Mansfelder Bergbaus. Und hier haben wir wieder den St. Georg, der den Drachen tötet. Und hier das Mansfelder Wappen noch hier hinten auf der Decke des Pferdes. Der Entwurf zu diesem Stück stammt eben von Karl Vogelsang, über den ich gleich noch was erzählen werde. Da komme ich noch drauf. Und Paul Sturm, der hat also den finalen Entwurf gemacht. Hier sehen wir noch das Prägezeichen A, was die Reichsmünzen ja dann hatten für die Prägestätte Berlin. Das ganze 33 mm und 900er Silber sowie alle 3-Mark-Stücke von Preußen. Ist aber eines der selteneren. Hier noch eine schöne Medaille von Mansfeld. Wiederum, die Idee stammte von Karl Vogelsang oder das Konzept. Das Motiv zeigt einen Brunnen in Clausthal-Zellerfeld und Stempelschneider sind Georg Kutzke und Hugo Becker. Geprägt wurde dieses Stück in Leipzig und 34 mm aus Silber. Und da steht aus Mansfelds Bergen 1913 und auch des Waldes Ausbeut macht dem Bergmann Freude. Da gibt es also eine Jagdmedaille, wenn man so will. Also beschreibt dann eben auch die Jagd. Das Stück ist zum Beispiel hier auf der Auktion bei Frau Höhn gewesen, Auktion 88. Noch eine interessante Medaille. Für die Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff AG die Medaille zum 25-jährigen Jubiläum 1916. Und da befinden wir uns natürlich mitten im Ersten Weltkrieg. Und da steht hier Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff AG, Jahreszahl. Und hier sieht man so einen, ja, Kobold oder was auch immer das ist, der hier praktisch das Gestein sprengt. Ja, ist ja immer wichtig gewesen, Sprengstoff, um nicht alles mit dem Hammer und Schlägel und Eisen rauszuklopfen zu müssen. Und auf der Rückseite sieht man dann die andere, die Kehrseite, nämlich hier wird praktisch der Sprengstoff für friedliche Zwecke eingesetzt und auf der anderen Seite zu Kriegszwecken. Hier sieht man also eine Gestalt, die eine Bombe oder eine Granate in der Hand hält. Hier sieht man eine Kanone und hier links aber noch die Bergwerksanlage. Hier Stempelschneider Paul Sturm. Und das Stück ist auch aus Mansfelder Silber geprägt. Das sieht man hier oben auf diesem Stein. Da steht Mansfelder Silber. Also auch aus Ausbeutesilber sozusagen geprägt. Und auch das Bergwerksmotiv. Das Stück ist etwas größer, 60 mm, fast Feinsilber und in Berlin geprägt. Nächste Stück 1917. Da war ja das Reformationsjubiläum 1517, 1917. 400 Jahre und das zeigt eben den Martin Luther und auf der Rückseite auch hier die Inschrift Mansfelder Silber, das heißt auch dieses Stück ist aus Ausbeutesilber geprägt. Der Stempelschneider war hier Hugo Kaufmann und das war eine, ich glaube, Berliner Münzhandlung Ball, die hat dieses Stück dann prägen lassen und die ist relativ häufig. Es gibt allerdings auch noch eine größere, das Stück auch noch in größerem Format als hier diese 34 mm. Und es gibt auch in 900 und 950er Silber. Jetzt komme ich nochmal auf Karl Vogelsang zu sprechen. Ich habe hier die Medaille zweimal abgebildet, weil die unterschiedlich ausgeleuchtet ist. Deswegen kann man das ganz gut erkennen. Zu Karl Vogelsang. Der wurde 1866 in Bonn geboren und 1920 starb er durch, ja, er wurde ermordet, man kann es drastisch sagen, und zwar in den Folgen des Kapp-Putsches 1920 in der jungen Weimarer Republik wurde er von Aufständischen erschossen. Die sind vor sein Haus aufgetaucht und haben praktisch die Herausgabe seines Autos gefordert und er war zu der Zeit ein hoher Bergbeamter von Preußen
und haben dann gleich gar nicht lange gefackelt, haben gesagt, sie wollen das Auto haben, gleich dann einige Schüsse abgegeben und zwei davon waren tödlich. Der Vogelsang, der hat praktisch, war in jungen Jahren im Mansfelder Kupferschieferbereich tätig, dann in der sächsischen Braunkohle und auch im Siegerland. Dann hat er in Bonn, Berlin und Leipzig studiert, Bergbau oder ja, Geologie und all diese Wissenschaften. Und 1901 ist er in den preußischen Staatsdienst eingetreten, war dann auch lange im Salzbergbau tätig, Staßfurt zum Beispiel. 1903 wurde er schon Bergwerksdirektor und 1908 ging er dann eben wieder in den Kupferschieferbergbau und war dann da tätig. Und deswegen der Bezug zu dem Mansfelder Silber hier. Vogelsang ist den Numismatikern auch deswegen geläufig, weil er eine sehr große Sammlung an Bergwerksprägungen ja, aufgebaut hat, gesammelt hat. Die wurde dann in den 20er Jahren nach seiner Ermordung bei Riechmann in Halle versteigert und wird heute noch zitiert. Die Stückesammlung Vogelsang, das ist also immer noch ein Zitierwerk. Und die Preussag, die hat nach dem Zweiten Weltkrieg dann als Nachfolgeunternehmen sozusagen von diesem preußischen Staatsbergbau, hat dann diese Sammlung wieder versucht aufzubauen. Das war dann die berühmte Preussag-Sammlung, die der Herr Müsler zusammengetragen hat und die dann ja letztlich vor, das ist auch schon wieder bald 10 Jahre her, in London versteigert wurde, weil die Preussag ja auch nicht mehr existiert, sondern sich heute TUI nennt. Und die konnten mit den Sachen nichts mehr anfangen. Ja, das also zu Vogelsang und seiner Sammlung. Diese Stücke sind übrigens sehr selten, diese Medaillen. Ich meine zu wissen, dass es nur 20 Stück gibt. Und die wurden aus, natürlich hatte man 1920, gut, hätte man vielleicht auch Mansfelder Silber nehmen können, aber man hat de facto preußische Ausbeutetaler, die es ja reichlich gibt, die ich Ihnen schon gezeigt hatte. Da hat man eben entsprechende Zahl eingeschmolzen und aus diesen dann diese Medaille gegossen. Das müsste also auch eine Gussmedaille sein. 36 mm, also so etwa Talergröße kann man sagen. Der Stempel oder die Form stammt von Josef Bernhard, von dem Münchner Medailleur Bernhard. Und hier ist noch ein, es gibt auch ein Bleiguss oder Abschlag, ja, Guss eher, und der ist in München hergestellt worden. So, jetzt noch zur Halle. 1927 war die Tagung der Gesellschaft Deutscher Metallhütten und Bergleute in Halle gewesen. Und da steht, also Gesellschaft Deutscher Metallhütten, Bergleute, GDMB. Hier die Kirche in Halle und der Rote Turm am Marktplatz. Und hier der Kamerad Martin. Das ist ein Denkmal auch in Halle, zeigt es gleich noch. Segen des Mansfelder Bergbaus, auch hier wieder der Bergbaubezug. Und diese Medaille ist von Friedrich Hörnlein, dem berühmten sächsischen Medailleur, der ja auch das Dreimarkstück Friedrich der Weise, das Seltene, unter anderem hergestellt hat. Die Freiberger haben ja auch da, es gibt also einen Katalog, ein Buch von Hörnlein, wo ja, seine Werke alle aufgezeichnet sind. Das Stück ist etwas größer, 43 mm. Und hier vielleicht nochmal zum Vergleich, eben der Marktplatz in Halle, das Händel-Denkmal, ist hier jetzt nicht drauf, aber eben diese Kirche und der Rote Turm, sieht man jetzt von einer anderen Perspektive. Und hier eben der Kamerad Martin, dieses Bergmannsdenkmal mit dem Mansfelder Wappen hier wieder, taucht immer wieder auf. Das befindet sich eben auch in Halle, nicht direkt an dem Marktplatz. Und das ist dann auch hier diese Medaille. So, und das müsste das letzte Stück sein, was ich zeige, 1950, inzwischen DDR. Und das ist ein relativ häufiges Stück, aber ich finde, es hat auch seinen Reiz durchaus. Da steht 750 Jahre Mansfelder Kupferschieferbergbau, nach 750 Jahren in den Besitz des Volkes übergegangen. Da war das Ganze dann ein VEB, volkseigener Betrieb. Hier wieder der Bergmann mit dem Bohrhammer und hier die Bergwerksanlagen. 30.000 Exemplare, also das Stück kriegt man noch für unter 10 Euro, wenn man Glück hat, stammt von Bernauer und König, der Stempel, und wurde auch in Berlin hergestellt. So, das war mal so ein kurzer Ritt durch durch einige signifikante Prägungen von Sachsen-Anhalt, mit Schwerpunkt eben auf den Mansfelder Bergbau.
Und die Thüringer Prägungen, das sind dann ein paar mehr ältere Sachen, die zeige ich Ihnen dann im, glaube im Februar ist der nächste Termin angesetzt. Würde mich freuen, wenn Sie da dabei sind. Und hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Damit, ach so, als allerletztes möchte ich dann nochmal auf das Buch von Herrn Schumacher hinweisen. Ich hatte ja schon bei meinem letzten Vortrag, da war es aber noch nicht erschienen, inzwischen ist es herausgekommen. Flussgold und goldene Bergbaugepräge, haben die, also Lothar Schumacher, der bei den Freiberger Münzfreunden sehr aktiv ist, publizistisch, 425 Seiten, auf jeder Seite drei goldene, ja, Flussgold und eben auch Berggold und auch Bergbaumotiv. Prägungen, moderne Medaillen abgebildet, alle Stempelvarianten, also das und auf Europa fokussiert das Ganze. Kann ich also nur wärmstens empfehlen. Das möchte ich Ihnen nochmal ans Herz legen, wenn Sie sich für Bergbauprägungen interessieren. Und damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und sage mal Glück auf. Dankeschön. Glück auf. So. Ja, vielen Dank.